wir wechseln auf unserem heutigen Doppelhorn durch die Ventile zwar ständig zwischen den verschiedenen Naturhörnern und Obertonreihen hin und her, trotzdem bleiben unser Ansatz mit der Veränderung der Lippenspannung und die Luftgeschwindigkeit die ausschlaggebenden Faktoren für die Verbindung zwischen den einzelnen Tönen. Daher ist Flexibilität einer der Parameter, den wir unbedingt täglich trainieren sollten. Ich beginne auch hier zunächst in kleinem Ambitus und werde nach und nach größer. Hier gehe ich tatsächlich dann zum ersten Mal auch in extremere Lagen. Die erste Übung sind gebundene und gestoßene Dreiklänge. Hier könnt ihr nach unten und nach oben alle Naturtonreihen durchgehen. Achtet vor allem darauf, dass der Naturton, der immer nächste Naturton, vor allem durch die Luft entwickelt wird und nicht nur durch Anspannen oder Loslassen der Lippen. Eine nächste Übung geht schon etwas höher und fange ich auf dem leeren B-Horn an. Auch hier könnt ihr nach unten gehen, bis ihr beim H-Horn angelangt seid. Die nächste Übung ist wieder aus dem Heft von Michael Hölzel. Sie geht jetzt schon bis zur hohen Oktav. Auch hier beginne ich auf dem leeren B-Horn. Diese könnt ihr bis zum H-Horn nach unten verlängern. Eine meiner absoluten Lieblingsübungen ist sehr, sehr ähnlich, nimmt aber die berühmten falschen Naturtöne, also den siebten, noch mit dazu. Achtet darauf, dass die Luft gleichmäßig fließt und vor allem am Ende der tiefe Ton schön zentriert kommt. Die letzte Übung in dieser Serie zu diesem Parameter Flexibilität ist eine, die sicherlich viele kennen. Wir nehmen uns einen normalen Dreiklang vor, gehen zuerst bis zur Oktav, dann bis zur Terz und am Schluss bis zur Quint über der Oktav. Ich mache es erst einzeln vor. Wenn ihr Zeit habt, macht es ruhig einzeln. Auch das hilft, um genügend Luftgeschwindigkeit für oben zu haben. Denn das Wichtige ist, dass ihr schon beim unteren Ton die Luftgeschwindigkeit ins Horn blasen solltet, die ihr für den entsprechend obersten Ton braucht. Also etwas weniger beim ersten, etwas mehr bei der Terz und am meisten bei der Quint. Jetzt könnt ihr die Übung zusammensetzen. Musik
Schaltet auch hierzu das Metronom ein, denn es hilft für einen natürlichen Luftfluss und ein metrisches Weitergehen zu jeder nächsten Note. Noch ein kleiner Trick hier. Das hat mir mal ein Lehrer gesagt und das fand ich fantastisch. Ich beginne auf dem leeren F-Horn, gehe dann aufs E-Horn, also einen Halbton tiefer, wechsle danach auf das G-Horn, das heißt einen Halbton höher, wieder runter, S-Horn, höher, G-Horn, tiefer, D-Horn. Ich mache das einmal vor. Der Grund, warum ich das so mache, ist, weil wir dann schnell zwischen einem langen und einem kurzen Horn hin und her wechseln. Und auch das haben wir oft in Stücken auf unserem modernen Ventilhorn, wenn wir eben von einem F1-3-Griff in ein leeres B-Horn wechseln müssen. Wenn ihr weiter hin und her wechselt, kommt ihr am Schluss eben auf dem leeren B-Horn und zum allerletzten Schluss aufs lange H-Horn. Und genau dieser Wechsel ist unheimlich hilfreich. Diese Übung könnt und solltet ihr natürlich auch gestoßen üben. Auch im gleichen Wechsel von langen und kurzen Hörnern. Und zum Schluss.